Willkommen in der Coaching-Oase Heartify. Ich bin Katrin Stamm von Heartify.live und zeige dir als Ausbilderin, Coach und Trainerin, wie du es dir leichter machst, anderen zu helfen. Schluss mit intuitivem Coaching ohne System und her mit einer soliden Basis und einem erprobten, vielfältig anwendbaren System. Lehn dich zurück, genieß die kleine Auszeit und lerne, wie du deine Klienten entspannt, wirksam und nachhaltig begleitest. Los geht's! Dein idealer Raum für Coaching und Beratung. Herzlich willkommen in der Coaching-Oase, Folge 031, der fünften Folge dieses Jahr zu den Basics für dein Coaching und deine Beraterpraxis. Diese Folgen sind entstanden aus Fragen von Teilnehmern meiner Ausbildungen und deswegen sollst du auch davon profitieren hier im Podcast. Heute darfst du träumen und auch gerne realistisch sein, beides zugleich. Es geht darum, wie ein Raum idealerweise für dich sein soll, in dem du deine Coaching- und Beratungsklienten empfängst. Vielleicht hast du ja schon einen, dann kannst du einfach die Folge nutzen, um nochmal darüber nachzudenken, ob alles ganz wunderbar ist und du es so beibehältst oder vielleicht gibt es da noch eine kleine Anregung für dich. Wie ich in der letzten Folge erzählt habe, habe ich ja in vielen unterschiedlichen Räumen schon meine Coaching- und Beraterpraxis gehabt und daher reiche ich dir einfach auch meine gesammelten Erfahrungen weiter jetzt heute mehr so zum Thema, wie dieser Raum als solches dann gestaltet sein kann oder darf für dich. Dabei fließen meine Erfahrungen auch ein bezüglich des EMDR, worüber ich ja auch schon ganz viel gesprochen habe. Ich bilde ja EMDR-Coaches aus und da gibt es so ein paar Kleinigkeiten, mit denen man sich die Arbeit im Raum auch leichter machen kann und darüber will ich heute natürlich dann auch noch sprechen. Fangen wir einfach an mit dem Raum als Hülle. Also damit meine ich Wände, Boden, Beleuchtung und ja, einfach vielleicht noch vorneweg. Wie ist das, wenn man zu dem Raum kommt? Welchen Weg nimmt der Klient von der Straße bis zu dem Raum? Dass du da ein bisschen schon schaust, wie ist da das Ambiente und was kannst du da gestalterisch vielleicht noch ein bisschen machen, dass die Leute schon sich freuen, wenn sie auf deinen Raum zugehen? Ob das jetzt ein Blumentöpfchen ist oder irgendein Bild oder eine kleine Skulptur, was auch immer. Je nachdem, wo dein Raum ist, also meine Praxis zum Beispiel war theoretisch in Köln, die war theoretisch im Hinterhof, praktisch gab es aber vorne gar keine Mauer oder so, sondern es war einfach so ein Haus, was zurückgesetzt war und man ging über so einen großen Hof und dann eine Wendeltreppe außen hoch zu meinem schönen großen Coachingraum. Bei manchen geht es ja dann auch ins Souterrain und eben auch da sich gut überlegen, was kann ich noch vielleicht so an Kleinigkeiten an den Stufen anbringen, damit es ein bisschen einladender wirkt. Dann kommt man in den Raum rein und dann geht es natürlich los. Welchen Fußbodenbelag möchtest du da haben? Oftmals ist der natürlich auch schon vorgegeben und man will da gar nicht so viel investieren. Dann lebt man einfach mit dem, was da ist. Wenn man die Wahl hat, kann man natürlich nachdenken, will ich einen Teppich haben, den ich persönlich eher abgelehnt habe, weil der doch schnell muffig wird und die Sache mit der Hygiene finde ich dann auch nicht so toll. Ja, wenn du die Wahl hast, ob Holz, Laminat oder Vinylboden, die sind alle drei, denke ich, sehr angenehm unter den Füßen. Du wirst dir ja wahrscheinlich sowieso überlegen, sollen die Leute ihre Schuhe ausziehen oder nicht oder können sie die anlassen. Ich hatte es dann schon ganz gerne, zumindest wenn es geregnet hat oder geschneit, dass die Leute die Schuhe ausziehen, damit ich da nicht alles immer wieder putzen muss. Aber das ist dir natürlich dann auch überlassen, wie du das gerne hättest. Ja, der nächste Punkt sind die Wände. Nimmst du Tapete, streichst du? Welche Farben verwendest du? Nun komme ich aus einer Künstlerfamilie und bin einfach mit weißen Wänden groß geworden. Deswegen liebe ich nach wie vor auch weiße Wände. Wenn jedoch alles weiß ist, dann kann das auch steril und kühl wirken.
Deswegen so Akzente mit Farben zu setzen, ist schon eine sehr gute Idee. Es müssen ja nicht alle vier Wände sein, sondern es können eine oder zwei Wände sein, die farbig gestrichen sind. Und da ist natürlich deiner Fantasie keine Grenze gesetzt. Vielleicht beachtest du, dass die Farben auch psychologische Wirkungen haben. Unabhängig davon kann man sich auch mit Feng Shui beschäftigen. Das fand ich immer sehr hilfreich, dann auch zu wissen, was jetzt für mich und mein Geschäft und letzten Endes dann natürlich auch für meine Klienten dann eine gute Farbe ist oder gute Farbkombinationen in dem Raum. Jetzt rein vom Psychologischen her, Gelb wirkt einfach sonnig und freundlich, Grün hat etwas Frisches und Aktivierendes, Blau wirkt eher beruhigend, kann aber auch kühl sein, je nach Farbton. Rot wirkt sehr belebend. Ja, und Violett ist so eine Farbe, die auch für Transformation steht. Wenn du die Farben sehr kräftig haben möchtest, überlegst dir einfach gut. Du kannst ja die gleichen Farben auch etwas pastelliger nehmen. Da wirken sie dann schon etwas beruhigender oder einfach nicht so stark in einer Richtung. Ich hatte dann von meiner Feng Shui-Beraterin damals für Köln Blau und Gelb vorgeschlagen bekommen. Also auf die Idee wäre ich selber nie gekommen, diese Farben zu verwenden. Aber das sah wunderschön aus und ich habe mich pudelwohl gefühlt und meine Klienten auch. Also ich hatte einfach, ich glaube, eine oder zwei Wände gelb und der Rest war weiß und die Vorhänge, große lange Vorhänge, die waren blau. Also einfach mal so als Idee, auch da sich Unterstützung zu gönnen und dass du dich wohlfühlst und deine Klienten sich auch pudelwohl fühlen bei dir. Dann ist ja auch noch die Frage mit der Beleuchtung nicht ganz unwesentlich. Ich finde, dass es gut ist, wenn man mehrere Lichtquellen hat. Natürlich ist es nicht immer möglich, man hat auch nicht immer mehrere Fenster zur Verfügung, aber man kann dann eben mit dem künstlichen Licht da Akzente setzen, in etwas dunklere Ecken zum Beispiel einfach eine Stehlampe, die so ein diffuses Licht verstreut. Ja, man kann Licht von oben haben, von verschiedenen Seiten, Licht, was so an der Decke nach oben strahlt. Je nachdem, was da auch für Anschlüsse sind, muss man eben schauen. Ich finde es, wie gesagt, gut, wenn da mehrere Lichtquellen sind. Ich muss ja nicht immer alles einschalten. Ich kann es hell haben, ich kann es mittel haben. Was auch wichtig ist zu bedenken, dein Arbeitsplatz, wo du dann sitzt und auch vielleicht mitschreibst, da ist es ja wichtig, dass du gut lesen kannst. An der Stelle habe ich dann auch eine Stehlampe daneben. Und was die Wände betrifft, sie können auch ruhig mit wenig Dekoration versehen sein. Es ist ja jetzt kein Wohnraum in dem Sinne, soll natürlich auch nicht kühl wirken. Es ist aber gut, auch neutrale Flächen zu haben, wo die Augen des Klienten ruhen können, ohne abgelenkt zu werden. Er ist ja auch mit seinen inneren Bildern beschäftigt, während er da sitzt unter Umständen. Also es ist gut, so verschiedene Blickinseln zu haben, welche, wo einfach gar nichts Störendes ist. Vielleicht auch, wo man aus dem Fenster einen netten Ausblick hat, wo man in etwas Lichtes schaut oder auch vielleicht, wo es nicht ganz so hell ist, weil manche fühlen sich auch geblendet, wenn das zu hell ist in die Richtung, in die sie gucken. Ja, das sind solche Kleinigkeiten, über die es sich wirklich lohnt, nachzudenken und im Zweifelsfall lieber ein bisschen weniger an Bildern und Deko an die Wände. Das ist immer besser als zu viel. Kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich welche Möbel möchtest du wie im Raum haben? Oder welche brauchst du und welche brauchst du vielleicht auch gar nicht? Das beginnt dann schon, wenn die Leute reinkommen, brauchst du ja eine Art Garderobe. Irgendetwas, wo sie ihre Sachen ablegen können. Entweder hast du eine richtige kleine Garderobe oder aber wenigstens einen Stuhl da stehen, dass sie da ihre Sachen ablegen können. Hilfreich ist auch ein Schirmständer, wenn es regnet, damit der da dann einfach nicht die Sachen nass macht. Und falls du dann möchtest, dass die Leute Gästeschuhe anziehen oder Gästehausschuhe, dann brauchst du da natürlich auch noch so ein paar, die du entweder aufgehängt hast oder so ein kleines Schuhregal, wo dann die Leute ihre Schuhe abstellen können und die Schuhe wechseln.
Die nächste Frage, die sich stellt, brauchst du einen Schreibtisch? Ja oder nein? Also es gibt ja so Praxen, da gibt es einen riesengroßen Schreibtisch aus Glas, aus Holz oder ich weiß nicht was und dann sitzt der Berater, Coach oder auch Arzt hinter dem Schreibtisch und der Klient davor. Das ist natürlich so eine Situation, muss man sich gut überlegen, ob man die haben möchte. Also ich habe mich ganz klar dagegen entschieden. Bei mir gibt es zwar auch einen Schreibtisch, einen kleinen, aber der ist dann eher dafür da, dass ich da mit dem Laptop nochmal irgendwie ein bisschen was arbeiten kann. Der ist nicht zentral, der ist einfach in einer Ecke. Da kann dann auch noch ein Drucker sein oder das Telefon und das Faxgerät. Also ein Schreibtisch ist aus meiner Sicht nicht unbedingt erforderlich im Coaching- und Beratungsraum, zumindest nicht im Zentrum. Was natürlich wichtig ist, sind zwei sehr bequeme Stühle oder noch besser Sessel und für mich dann auch gerne mit Armlehne für beide. Denn wenn man EMDR macht und dann diese Augenbewegungen bei den Klienten mit Bewegung der Arme anleitet, dann kriege ich sonst irgendwann mal müde Arme und das ist für mich sehr bequem, wenn ich dann auf einer Armlehne meinen Arm abstützen kann. Also das kann ich nur empfehlen, wer daran denkt, EMDR anzubieten, sich solche Sessel mit Armlehne zuzulegen. Außerdem sind sie einfach insgesamt super bequem. Ein paar kleine Kissen sind vielleicht auch noch ganz gut, dass man so schaut, dass man mit dem Rücken bequem sitzen kann. Ja, also zwei Sessel mindestens. Wenn man Paarberatung macht, dann braucht man natürlich auch drei. Dann vielleicht auch noch ein kleines Tischchen zwischen den Sesseln oder daneben, auf dem dann entweder ein kleines Blümchen ist, aber auch Wassergläser Platz haben. Und was ich sonst vielleicht noch so direkt brauche, so in greifbarer Nähe. Manches lege ich mir dann auch drunter, da komme ich gleich noch dazu. Beim EMDR ist es ja ganz wichtig und ich habe das dann einfach so übernommen, dass ich die Klienten aussuchen lasse, wo sie sitzen wollen. Es gibt ja Leute, die sagen, ja, der Therapeut muss den besten Platz haben, weil der ja den ganzen Tag da arbeitet und der weist dann dem Klienten seinen Platz zu. Diese Ansicht teile ich einfach nicht, weil ich schon die Erfahrung gemacht habe, dass es für Klienten wirklich eine neue Erfahrung ist, wenn sie reinkommen und gefragt werden, wo möchtest du sitzen? Und vor allen Dingen, wenn es dann aufs EMDR zugeht, auch noch das Angebot, du, wir können auch noch die Sessel verschieben. Schau mal, wie soll der Hintergrund sein, auf den du guckst? Möchtest du Richtung Fenster gucken oder auf diese Wand oder auf jene? Schau dich mal um, wo der beste Platz ist für dich im Raum. Und dann schieben wir die Stühle dahin. Und ich nehme dann einfach schräg gegenüber Platz. Klar, wenn es jetzt für mich gar nicht geht, weil ich geblendet werde, dann müssen wir die Situation trotzdem noch ein bisschen umstellen. Wir sollen ja beide gut sitzen und zufrieden sein. Jedoch diese Möglichkeit, dass der Klient da komplett alles bestimmen kann, was so seinen Platz im Raum betrifft, ist für viele eine ganz überraschend neue und angenehme Erfahrung. Ja, dann brauchst du vielleicht noch ein Schränkchen für weitere Utensilien und es wäre gut, wenn das auf jeden Fall einen abschließbaren Bereich hat, wo du deine Dokumente, die Klientenunterlagen dann auch wegschließen kannst und wo du vielleicht noch verschiedenes Arbeitsmaterial lagern kannst. Eine Ablagefläche für Flyer, eventuell Bücher, die du Klienten empfiehlst, deine Visitenkarten zum Mitnehmen, auch so in diesem Bereich, wo Eingang Garderobe ist, das macht sich auch immer gut. Entweder ein kleines Regal, ein kleines Tischchen oder so eine Ablage an der Wand montieren. Ja, das ist so, was du an Möbeln brauchst. Das ist ja wirklich noch recht übersichtlich. Und wenn es jetzt um das Innenleben geht, was du sonst noch so brauchst, da zähle ich dann jetzt einfach auch noch auf, an was du denken kannst. Ich habe immer solche Kosmetiktücher neben dem Sesselchen stehen, sodass, wenn da irgendwas hochkommt, man einfach das Taschentuch parat hat. Ich habe daneben auch liegen meine Mappe mit den Arbeitsblättern, zum Beispiel für Anamnese, diese verschiedenen Protokolle, die ich nutze und so weiter. Ich habe eine Klemmmappe und einen Stift, damit ich mir die wichtigsten Dinge notieren kann.
und ein kleines Säckchen mit Utensilien, die ich dann einfach schon mal brauche während der Sitzung für irgendwelche Impact-Techniken oder auch zur Stimulation der beiden Gehirnhälften, wenn wir denn EMDR machen. Ja, damit wäre es das eigentlich schon, was man so braucht. Je nachdem, was man anbietet, ist vielleicht noch irgendwas Spezielles nötig. Und was man als letztes auch noch bedenken sollte, ist die Toilette. Denn auch da müssen Klienten die Möglichkeit haben, eine angenehme Erfahrung zu machen. Das heißt, es ist gut, wenn man eine separate Toilette zur Verfügung hat, die natürlich ordentlich und sauber ist, ganz klar. Ganz nett ist, wenn man da irgendwie was Lustiges, Erheiterndes vielleicht noch hinhängt. Also ich finde es jedenfalls immer toll, wenn ich mal bei Kollegen bin und die haben da irgendwelche Cartoons dann noch an der Toilette hängen. Ich habe das auch schon mal gehabt eine Zeit lang. Einfach, dass das auch ein gepflegter Raum ist, der letzten Endes auch mit zur Praxis gehört. Und den du dann vielleicht auch farblich oder einfach vom Ambiente her genauso liebevoll einrichtest wie den Praxisraum. Dann fasse ich nochmal kurz zusammen, an was du alles denken kannst, wenn du dabei bist, einen Praxisraum für dich einzurichten oder auch wenn du schon einen hast, einfach nochmal zu checken, ob es da vielleicht einen kleinen Veränderungsimpuls für dich gibt, der wertvoll ist. Denke daran, wenn die Leute schon Richtung deines Raumes gehen, dass das Ganze einladend gestaltet ist, der Weg dahin. Bei dem Bodenbelag überleg dir genau, was du haben möchtest, auf deine Bedürfnisse abgeschnitten und farblich auch abgestimmt natürlich mit den Wänden. Was ein Farbkonzept anbetrifft, ist es lohnenswert, sich mit Feng Shui entweder selber zu beschäftigen oder eine Feng Shui-Berater oder Beraterin zu engagieren. Ich habe damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Es müssen nicht alle Wände weiß oder alle Wände bunt sein. Du kannst auch einfach ein oder zwei Wände farbig gestalten nach deinem spezifischen Farbkonzept, was zu dir passt. Achte auf gute Beleuchtung, dass es nicht so dunkle Ecken gibt. Die leuchte dann einfach aus mit solchen Stehlampen. Dass du in dem Bereich, wo du schreibst, wo du mitschreibst, gutes Licht hast. Dass die Möglichkeit ist, es heller und dunkler zu haben. Und dass die Klienten, wenn sie in die verschiedenen Richtungen des Raumes gucken, auch ruhige Ecken haben, wo gar kein Bild und gar keine Deko ist. Ein Ausblick in die Natur ist schön, kann aber auch ersetzt werden durch ein entsprechendes Bild vielleicht. Ja, überleg dir gut, ob du überhaupt einen Schreibtisch haben möchtest. Wenn ja, mein Tipp, verfrachte ihn irgendwo an einen nicht so zentralen Platz und mach zum zentralen Platz die Beratungsecke oder den Beratungsplatz mit wenigstens zwei bequemen Sesseln, wenn möglich mit Armlehne, zumindest wenn du EMDR anbietest, ist das einfach sehr, sehr bequem. Ein kleines Tischchen dabei für Deko etc. Ein kleiner Schrank mit abschließbarem Fach für deine Dokumente und Fächern für deine Utensilien. Eine Garderobe oder ein Stuhl, ein Schirmständer. Denk auch an eine kleine Ablagefläche, wo du Flyer, Visitenkarten zum Mitnehmen hast, vielleicht auch Bücher, die du empfiehlst. Und denke auch daran, die Toilette, die zum Praxisraum gehört, dass auch die liebevoll und ansprechend gestaltet und natürlich sauber ist. Aber ich glaube, das brauche ich nicht näher erläutern hier. Ich denke, das waren die wichtigsten Punkte zum Thema Innenraumgestaltung. Wenn du noch was Ergänzendes hast, dann lass es mich gerne wissen. Kommentier das Ganze hier, schreib mir eine E-Mail, damit ich das noch aufnehmen kann für die Zukunft. Ansonsten wünsche ich dir gute Inspiration für deinen Coaching-Raum, entweder den du schon hast oder auch von dem du gerne träumen und bald verwirklichen darfst. Und nächstes Mal sprechen wir über eine andere Art von Raum, nämlich über das Thema Webseite. Auch das gehört ja zu einer Coaching-Praxis dazu. Das ist ja ein
Raum in der digitalen Welt, den du auch gut gestalten darfst. Bis dahin, mach's gut! Mehr Infos findest du auf der Seite hartify.live. Die Shownotes auch zu dieser Folge findest du in der Rubrik Blog. Zu meinen Gratis-Webinaren, Kursen und Ausbildungen kommst du über die Seite hartify.live/Kurse. Schnupper doch einfach mal rein, ob etwas davon für dich passt. Ich freue mich auf dich. Bis dahin, tschüss!